herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein bisschen Japan-Power. Und zwar ist Eugen mit dabei. Tag. Wir sitzen im Honda Integra. Ihr erinnert euch vielleicht an das letzte Video. Wenn nicht, blende ich es jetzt noch mal kurz hier ein. Wir haben im letzten Video dein Auto vorgestellt. Das ist mittlerweile ein paar Monate her. Nochmal die ganz kurze Zusammenfassung. Honda Integra. B16 Motor. B18. Immer noch B18, habe ich damals schon falsch gesagt. B18, sorry. B18 Motor. Allerdings ein paar Sachen über den Winter umgebaut. Ja, nichts Gravierendes, aber war doch eine ganze Menge. So, wir sind heute auf dem Weg zu Benny. Und zwar möchte Eugen dort das Auto nochmal auf Prüfstand stellen. Und da kommen wir nämlich zum eigentlichen Punkt. Du hast über Winter ein paar Sachen an der Elektrik verändert. Alles. Die komplette Elektrik ist neu gekommen, sprich alle Kabel, die zum Steuergerät führen, sind nochmal neu verlegt worden. Die ganzen Kabel-Spaghetti, was ich vorher hatte, das, so sagt der Grieche das immer, dass es mein Kabel-Spaghetti ist, wurde jetzt alles schön verlegt, sodass man jederzeit an die Steuergeräte ran kann und dass man jedes Kabel sofort rausziehen kann. Da kommen wir nämlich zum interessanten Teil. In diesem Auto ist verbaut ein griechisches Steuergerät. Ja. MS Labs heißt das. Genau. Und das Interessante für heute ist, habe ich selber so auch noch nicht gemacht, der eigentliche Abstimmer, der das Auto abstimmt, ist gar nicht vor Ort. Nein, der wartet auf uns in Griechenland, trinkt gerade sein Kaffee und wartet auf uns. Genießt das schöne Wetter. Frappé nennt sich das da. Das heißt, wie läuft dort so eine Abstimmung ab? Ich hoffe, er sitzt angezogen vorm PC. Ich habe es mir noch nie wirklich in live angeguckt. Klar, über Kamera oder so habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass wir einen Laptop einfach noch reinstart. Aber er guckt sich die ganzen Anzeigen an, die bei mir auf dem Steuergerät gerade hoch und runter laufen. Und verändert da seine Werte. Das heißt, er kann auch nur das sehen, was ihr jetzt gerade hier auch auf dem Display seht. Ja. Da schaltet er sich über TeamViewer mit dazu, wird wahrscheinlich ein paar Logs machen und guckt sich dann von Lauf zu Lauf die Daten an. Genau. Und wie kommunizierst du in dem Fall mit dem dann? Über Facebook. Über Facebook? Ja, die ganze Zeit über. Da sieht man mal wieder, wie wichtig Facebook heutzutage ist, ne? Ja, darüber auch kennengelernt, ne? Ich hatte nur eine kleine Frage an ihn und daraufhin hat er gesagt, ja gut, dann lass mich doch mal ganz kurz gucken. Mhm. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, TeamViewer oder Open, Open Anydesk. Er verbindet sich über Anydesk mit mir und dann guckt er kurz bei mir aufs Steuergerät drauf und innerhalb von ein paar Sekunden hat er dann alle Fehler, die ich irgendwie produziert habe, wohlbemerkt nicht Abstimmfehler, sondern technische Fehler, irgendwelche Kabel falsch angeschlossen, irgendwelche Massekabel falsch angeschlossen. Das hat er sofort auf seinem Steuergerät gesehen, hat mir dann über Facebook gesagt, tu mal bitte das und das da anklemmen und tu mal bitte da und da kurz mit dem Hammer auf den Motor draufschlagen. Ja, ja. Tatsächlich, ne? Ich musste da so einen Hammer nehmen und auf die Ansaugbrücke draufhauen, um irgendwelche Wackelkontakte zu finden. Und so haben wir halt die ganzen Fehler ausgeschlossen. Ja, und seitdem stimmt doch mein Auto. Das ist natürlich mal eine ganz, ganz andere Art und Weise, Herangehensweise bei sowas, als wenn du jetzt deinen Abstimmer direkt neben dir sitzen hast. So. Also es ist natürlich viel, viel einfacher. Natürlich kann ich kein Griechisch. Das alles läuft auf Englisch. Ich kann gebrochenes Englisch, aber irgendwie kommunizieren wir trotzdem. Das funktioniert schon ganz gut. Nochmal kurz zum Auto. E85 Kraftstoff? Ja. Was erwartest du vom heutigen Tag? Was denkst du, wo geht die Reise hin? Ich will jetzt keine großartigen Leistungsmessungen machen. Der Wunsch des Leistungsprüfstands war nicht meiner, sondern das war der des Abstimmers. Er wollte nochmal das Auto auf der Rolle haben, um noch ein bisschen Feintuning zu machen, nochmal zu gucken, wie die Zündung wahrscheinlich ist, wie der Sprit ist. Kurz vorm Race 1000, was jetzt am Wochenende stattfindet. Dazu muss man sagen, die haben tatsächlich das Steuergerät bzw. das Auto auch so bisher abgestimmt. Das nicht auf Prüfstand, sondern auf der Straße. Selbst das geht. Mit Loks. Auch vor allem abgesperrten Gelände. Ja, sehr schön. Okay, cool. Über den Winter hast du ein paar Sachen umgebaut, aber deswegen ist wahrscheinlich für dich Thema Prüfstand jetzt auch gar nicht so wichtig. Nee. Gar nicht in Bezug auf mehr Leistung, sondern eher das Auto mit anderen Möglichkeiten schneller zu machen. Sicherer, schneller, genau, vielleicht mit weniger Aufwand, vielleicht mit weniger Druck. Mal gucken. Ja. Ich denke mal, die Leistung vom letzten Jahr wird er wieder haben. Mhm.
wenn er jetzt die 800er Marke endlich knackt, was ich noch nie geschafft habe, ja, dann ist es okay. Aber das ist jetzt wirklich nicht mein Hauptziel. Okay. Ja, ihr habt auf jeden Fall richtig gehört. 800 PS aus dem Vierzylinder. Das Ganze bei ordentlich Drehzahl. Was dreht er? 9,5. 9,5 bis jetzt, okay, ja. Und ich glaube, bei den Frontantriebautos geht es immer noch umso mehr darum, irgendwie diese Power überhaupt auf die Straße zu kriegen. Ja, deswegen jetzt eine ganze Menge, was die Traktion anbelangt, den Motor verändert. So, dass er im ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Gang wirklich permanent volle Traktion hat und in keinem der Gänge auch nur ansatzweise durchdreht. Okay, das heißt, das hört sich jetzt so an wie eine Art Anti-Schlupfregelung oder irgendwie sowas. Ja, ja, das wird tatsächlich über die Drosselklappe gesteuert. Auch wenn ich Vollgas drücke, erkennt es das Auto, dass Vollgas jetzt aber gar nicht notwendig ist, aber mit dem Fuß kannst du das gar nicht so genau steuern. Das übernimmt jetzt die Drosselklappe für mich. Okay, das heißt, dieses Motorsteuergerät ist wirklich so intelligent, dass es das wirklich von Gang zu Gang abhängig immer weiter abgeschippt bekommt oder selbstständig geregelt bekommt, dass das Auto nicht durchdreht. Genau. Also nicht nur Gang zu Gang, sondern auch traktionsabhängig. Er berechnet halt die Drehzahl des Rads und merkt, dass die zum Beispiel vorne mehr drehen als hinten, mhm, und demnach stellt er das Ganze dann an. Und das wird dann von Gang zu Gang immer mehr? Ladedruckmäßig und so weiter. Von Gang zu Gang und von Geschwindigkeit zu Geschwindigkeit. Kannst du im letzten Gang, im fünften Gang, volle Leistung fahren? Haben wir so noch nicht geschafft letztes Jahr. Also ich wollte gerne vorne volle Leistung fahren, aber ich hatte immer so ein Problemchen, entweder mit dem Sprit oder mit der Wastegate-Feder. Dass, okay, dass die Wastegate-Dose vorher aufgegangen ist, bevor ich den Ladedruck tatsächlich den fahren wollte, erreichen wollte. Ja, das sind dann halt die absoluten Luxusprobleme, wenn man einfach so viel Leistung hat, dass selbst letzte Gang noch nicht mal voll gefahren werden kann. Ja, cool, okay. So viel dazu. Wir fahren jetzt zu Benny, da geht es auf den Prüfstand. Dann wird das Auto noch mal final einmal abgefahren. Und dann geht es zum Race Endos. Darf er 5% oder 6% oder 10% kann ich zulassen oder wegnehmen. Aber da will ich mich gar nicht zu sehr damit beschäftigen. Das macht alles der Grieche für mich. Macht alles ich versuche nur die Gänge vernünftig reinzubekommen und zu schalten. Ja, krass. Was heutzutage nicht alles so geht. Das Pop-Off klingt extrem witzig. Weil bisher alle Autos, wo ich immer mitgefahren bin, das geht irgendwie extrem schlagartig und schnell auf. Ja. Also das macht nicht so ein langes Abblasen, sondern so ein ganz kurzes, schnelles Abblasen. Mhm. Wie so ein Peitschenschlag, sage ich jetzt mal so. Ne? Und hier? Und normal, ich kenne das so, dass es so ein bisschen mehr so ein macht. Ah. Nee, so. Ja, wir haben auf jeden Fall bestes Wetter heute. Ist nicht ganz so warm. Ja. Das wird gut. Und wir sind auch da. Ist auf dem Prüfstand hier bei Benny, wo ihr uns in letzter Zeit schon häufiger gesehen habt.
Der Dimi ist auch online, hoffentlich. Ist verbunden, ja. Da ist er. Auf beiden PCs, ne? Hier und auf dem Leistungsprüfstand gleichzeitig. Ach, auf dem PC ist er auch? Ist er auch verbunden, ja. So, dass er die Messung danach nochmal auswerten kann. Also muss er eigentlich wirklich bald nicht mehr da sein, ne? Wenn er jetzt das Ganze noch akustisch hören könnte, dann wäre es perfekt, ne? Und dann noch selber Gas geben könnte, dann wäre es perfekt. Ja, das könnte er ja im Zweifelsfall wieder fast sogar hinkriegen, so ungefähr, ne? Wenn er sich da jetzt noch ein bisschen länger reinhockt. Ja, auf jeden Fall, Auto ist verzurrt. Drehzahl habt ihr auch schon eingemessen, ne? Ja, hat was Benni gemacht. Was macht er jetzt als erstes? Ja, jetzt wird erstmal ein Lauf absolviert. Mit dem Dosendruck, ganz normal. Das heißt Minimum Ladedruck, was geht? Das, was da jetzt gerade drin ist, genau. Wie viel sind das ungefähr? Ich denke mal 1,6, 1,7 Bar. Also doch immer. Alle Federn, die ich da so in der Schublade hatte, alle eingebaut. Jetzt reingesteckt, ja. Okay. Ja, und dann wird er uns wahrscheinlich anschließend sagen, was Phase ist. Ja. Beziehungsweise nicht sagen, schreiben in dem Fall. Oder es brennt. Nee, das denke ich mal nicht. Erstmal eine kleine Schraubereinlage von Eugen hier. Dimi, dem Griechen, ist es tatsächlich von weit weg aufgefallen, dass irgendwas mit dem Spritdruck ein bisschen komisch ist. Wobei der Spritdruck während des Laufes ja eigentlich gepasst hat, ne? Während des ersten Laufs war es alles gut. Beim zweiten Lauf hat er eine Fehlerlampe eingeschaltet, weil der Benzindruck zu niedrig war. War das gerade schon der zweite Lauf oder das war das nur der Drehzahlabgleich? Den Drehzahlabgleich haben wir fertig gemacht und dann wollte er einen zweiten Lauf machen. Und daraufhin ist sofort eine Fehlerlampe angegangen, weil zu wenig Benzin drin. So, und dann hat Eugen, er hat zwei Spritpumpen im Catchtank hinten, hat jetzt beide einmal durchgetestet und eine läuft nicht mehr. Das heißt, jetzt muss er leider das Rad runternehmen, weil er eine Sicherung hinten an den Pumpen nochmal hat. Und dafür muss ein bisschen was von seiner Unterbodenverkleidung ab. Somit ist jetzt Schrauben angesagt. Aber cool, dass er das gleich so erkennt, ne? Und cool, dass hier ein Teppich liegt. Ja, es ist ein bisschen erschreckend. Hast du ja gesehen, er hat gerade aus Griechenland meine Pumpen aktiviert. Er hat aus Griechenland Zündung ausgemacht und wieder neu angemacht und so weiter. Also nicht die Zündung, sondern das Steuergerät nochmal runtergefahren und hochgefahren. So rum. Und das alles wahrscheinlich im klimatisierten Büro. Und draußen sind 38 Grad und drin sind 24 oder so, hat er gesagt. Ja, dann hoffen wir jetzt, dass es Sicherung ist. Ist kein Schlüssel? Ja, hoffen wir, das ist die Sicherung. Ja. Jetzt kommt sie so ran. Puh, Glück gehabt. Jetzt war es nur die Masse. Das ist aber total blöd. Ja, im Video wäre es dann aber witzig. Also nicht witzig, sondern normal. Kannst du gerne was anderes sagen? Kannst auch sagen, Rad kann wieder ran, war nur die Masse. Zum Glück kein technischer Defekt. Kannst du mir bitte einen kleinen Ratschenschlüssel geben, weil, weißt du,
Damit breche ich gleich die ganzen Schrauben ab. Wir haben Glück gehabt, das war nur eine Sicherung. Nee, nicht die Masse, oder was? Ich habe keine Sicherung gesehen, die also, kaputt war. Was? Ich habe keine Sicherung gesehen, die kaputt war. Ach so, weil das angefackelt war, meinst du? Durch die Masse, weil das ja, 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 verstehe schon. Wir haben Glück gehabt, es war nur ein leichtes Masseproblem. Jetzt ist alles wieder gut und es geht weiter. Eine, weißt du? Angekokelt war. Nee, weil zur einen Seite die Masse kacke war. Weißt du nicht, wie du es zusammengeschraubt hattest? Nur die Frage, in welche Richtung das gerade sticht. Ich noch eine heile 25er. Eine heile 25er? Ja. Um Gottes Willen. Nein, die waren alle heile. Okay. Aber die war angeschmolzen. Okay. Also die ist. War das die oder? Irrelevant erstmal. Nee, die ist gut. Dann willst du auch noch nee, checken. Nee, ich habe deine verwendet. Gut. 2x30er jetzt. Gut. So, was sagt der Grieche? Was machen wir jetzt? Ja. Lauf Nummer 3. Eigentlich Lauf Nummer 2. Ne? Los geht's. Der war gerade abgebrochen. Genau. Fängt er jetzt schon an mit Taktung, mit Druck? Oder will er einfach nur nochmal eine Messung machen? Er hat den Benzin, die Benzin-Map angepasst und wollte nochmal einen Lauf machen. Mhm. Aber ich habe da so genau nicht hingeguckt. Okay. Ich dachte, vielleicht hätte er irgendwas gesagt. Dann okay, dann können wir gehen, sagt er. Dann hoffen wir, dass er die Benzin-Map nicht umsonst angepasst hat, weil er gerade schon irgendwie ein bisschen Benzindruckschwankungen hat. Nee, davor hat er einen vernünftigen Lauf gemacht. Das war alles gut. Lass uns überraschen. Es waren jetzt wieder 610 PS. War jetzt doch nochmal ein Kontrolllauf, um zu gucken, ob Drehzahl etc. passt. Passt auch. War also immer noch ohne Taktung. Wie ist der Stand in Griechenland? Entschuldige bitte, ich hab. Macht nichts. Du bist grad, ja. Ja, er fragt mich gerade, wie viel. Benni, wie viel Drehzahl kann Dino? Maximal, weil er fragt gerade. Enough. Ah, okay. Er fragt gerade, wie viel es gelesen hat. Passt, Drehzahl passt genau. Wir also 9000. Ich glaube, ich habe 9180. Er fragt Max Dino 9158. Ja, das passt. Ja, 20-30 Umdrehungen genau, ne? Das ist perfekt. Also 9158 ist okay. So, wie war die Frage nochmal? Einen Teil der Frage hast du gerade beantwortet. Ich habe gerade nur nochmal gesagt, dass das nochmal ein Kontrollläuf wegen Drehzahl und so weiter war. Mhm. Und was der Grieche sonst so sagt, war die Frage. Im Vergleich zu dem ersten Lauf, da sich beim ersten Lauf die Masse-Geschichte hervorgerufen hat, hat er jetzt ein bisschen Benzin angehoben. Jetzt muss er Benzin wieder zurückziehen. Ah, okay. Ein bisschen weniger machen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ne, war schon richtig erklärt, denke ich. So, er hat jetzt einen Kühlwassertemperatur-Sicherungsschalter mit eingefügt. Hm. Also sobald er über 105 Grad geht, geht der Begrenzer. Hm. Können wir sehen, was er jetzt gerade hat oder was er hatte? Wir wollen jetzt nicht drin rumklicken, weil wer weiß, was er da gerade rumklickt. Ne, nee, ich klicke da gar nichts. Wir werden auf jeden Fall ein paar coole Sachen hier über die Kamera noch einblenden. Das sieht immer witzig aus, wie er hier rumklickt. Also über 105 Grad wird es die Drehzahl verringern. Das hat er geschrieben. Also er setzt den Begrenzer quasi, wenn 105 Grad Wasser, er setzt den Begrenzer runter. Ja. Okay, fertig. Wir können loslegen. Was machen wir jetzt? Nächster Lauf. Jetzt Druck. Frage ich.
Ja, das habe ich auf jeden Fall so auch noch nicht erlebt, aber man lernt nie aus. Ich bin mal gespannt, wie sich das am Ende so guckt. Ich auch noch nicht. Also auf dem gesperrten Flugplatz schon, aber nicht auf so Leistungsprüfstand, nein, noch nie. Das ist auch mein erstes Mal. Guck, jetzt klickt er wieder rum. Ja, klickt wieder. Ja, klopft dann so. Knopfsensor. Aber wie du siehst, die fummeln jedes Mal an diesem Klopfsensor rum. Mhm. Da hebt er noch irgendwas an. Mhm. Kannst du ihn mal von mir aus fragen? Jetzt vielleicht nicht gerade, wenn er hier dabei ist, aber wie viele Stunden er am Tag vor diesem Steuergerät so im Schnitt sitzt? Mhm. Um den Zuschauern einfach mal zu zeigen, wie tief man da drin sein muss, dass man das so alles so aus dem Nix klickt. Und er hat ja bis heute nicht ein Video gerade gesehen, wie das Auto sich so anhört, läuft und so weiter. Jetzt ja, zwei Stück. Ich habe ihm geschickt, ja, klar. Aber selbst das kommt ja übers Telefon nicht ansatzweise so rüber, wie wenn du live dabei bist. Ne? Ah, okay, ich soll jetzt den Ladedruck anheben. Increase by one click heißt, nicht er hat das angehoben, sondern ich muss jetzt an meinem Schalter drehen und dadurch habe ich mehr Ladung. Ah, okay. Verstehst du? Das heißt, ich nehme jetzt einen Schalter und mache einfach nur Klick. Zwei Klicks. Ja, gleich. Das wird er wahrscheinlich machen, damit du spät, um gleich zu kontrollieren, ob es darüber geht. Weil er könnte es ja auch selber machen, aber er will wahrscheinlich gerade gucken, dass über einen Klick dann so und so viel mehr Druck ist. Nee, das wird so gesteuert. Er kann es nicht selber machen. Er kann nicht selber gucken. Nee, das ist von vornherein so eingestellt, dass klar kann er die ganzen Schalter deaktivieren, aber das ist ja wieder ein Akt. Die Schalter sind ja klar. Das heißt, den kannst du später dann nutzen, falls du doch einfach mal ein paar Testläufe machen willst mit ein bisschen weniger Druck. Oder mehr. Oder mehr. Meistens. Aber ich denke mal, meistens dreht man wahrscheinlich erst runter, dann hoch. Ja. Dafür habe ich links nochmal einen Traktionsschalter. Ja, sehr schön. Weiter geht's. Ja. Quasi 0% Taktung gefahren. Jetzt kommt der nächste Lauf, wo Dimi noch ein bisschen mit der Zündung spielen will, weil er hat schon so ein bisschen Klopfen gesehen und da er halt selber nicht vor Ort ist, will er, bevor wir richtig Leistung fahren, das Ganze nochmal überprüfen und macht jetzt nochmal ein paar Spielchen mit der Zündung und dann geht's weiter. Maximalwert 277 kPa, das sind also 1,77 bar, also knapp 1,8 bar. Gedreht hat er 9200 und man hat es auch gleich akustisch gehört, dass definitiv schon mehr Druck da war. Und jetzt gucken wir mal, was an Leistung rauskommt. Und siehe da, wir sind bei 676 PS, bei genau 9000 Umdrehungen. Es geht also bergauf.
Sache hier, deswegen muss ich so ein bisschen die Moderation übernehmen, weil Eugen ist so vertieft in seinem Handy, dass sie durchgehend hin und her tippern. Das waren jetzt 31% Taktung, 2,2 Bar immerhin, geht jetzt auch leistungsmäßig schlagartig nach oben. Jetzt sind wir schon bei 756 PS. Drehmoment immerhin auch schon 640 Newtonmeter. Das ist natürlich bei den Vierzylindern immer nicht ganz so viel, weil die holen halt einfach die Kraft über Drehzahl. War das schon ein bisschen Wheelspin oder was hast du, Benni? Also ich habe es nicht gemerkt, weil es so linear einsteigt. Ja. Ja. Also es hat sich so ein ganz bisschen so angehört, aber kann auch einfach sein, weil es jetzt einfach immer mehr Leistung wird. Ja. Ne? Also wenn überhaupt, dann minimal. Ne? Ja. Ich bin gespannt, was da kommt. Was hast du? Ich auch. Ich hab da so einen Plan, in welche Druckrichtung ihr wollt. Alles, was geht. So, okay. Ist jetzt die härteste Feder drin, irgendwie, die es gibt. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, ich persönlich bin wirklich überrascht bzw. überzeugt seit Jahren, wie dieser Motor durchhält. Ja, kleinen total. Vierzylinder. Ne? Total. Und wenn man sich überlegt, 1,8 Liter Hubraum, die Leistung, die Drehzahl, ne? Das funktioniert krass. Schon gut. Funktioniert. So, Eugen hat mal kurz Zeit, was sagt ihr hier? Ja, ich dachte, dass wir immer nach der höchsten nach dem höchsten Ladedruck unsere Angaben machen sollen. Weil wenn im Steuergerät zum Beispiel drin steht, dass das höchste 2,4 Bar war, dann denke ich auch, dass wir bei 2,4 Bar die höchste Leistung gefahren haben. Ist aber nicht so. Hier war bei 2,2 Bar wahrscheinlich ein bisschen Overboost bei 7500 Umdrehungen. Aber die tatsächliche Leistung wurde gemessen bei 2 Bar und da hat er halt 756 PS. Ah, okay, ich meine, dass letztes Jahr waren 777 PS bei 2,2 oder 2,4 Bar, das bin ich mir nicht so ganz sicher. Irgendwie sowas. Okay. Ja, jetzt guckt er sich die ganzen Tabellen an, Sprit war in Ordnung. Er sagt auf jeden Fall, dass die Nummern interessant sind. Wahrscheinlich die Werte. Ja, klar. Ja. Also er findet die Werte ja durchaus interessant. Ist es jetzt gut oder schlecht? Das würden wir nur wissen, wenn er jetzt hier wäre. Wenn ich seine Mimik und Gestik gesehen hätte, dann könnte man das irgendwie urteilen, aber da du den nicht siehst und klar. Ne, seinen griechischen Humor schwierig zu verstehen manchmal. Alle gucken dumm in den Bildschirm. Das sind die besten Situationen darüber. Und schon geht's weiter. Ich konnte gerade sehen, der Demi hat jetzt, ich glaube, ab 8000 Umdrehungen ein bisschen Duty Cycle, also ein bisschen Taktung oben drauf gegeben, um diesen Overboost rauszunehmen und auf den letzten Umdrehungen mehr Ladedruck zu haben. Ja, sieht schon krass aus, ne? Aber man sieht, im Diagramm, wir hatten Wheelspin, weil wir haben die maximale Drehzahl nicht drauf. Wir haben höher gedreht und du siehst, hier im Diagramm stehen so 8,6, 8,7. Also da 8,20 hat er, ne? Ja, ich würde sagen, der hat sogar mehr, wenn wir gleich den Spin beseitigt haben. Jetzt machen wir eine Brücke drauf und spannen den noch mal ein bisschen runter. Ich hatte noch nie 8,20. Ist brutal. Das heißt, der hat jetzt die 8,20 bei 8.500 Umdrehungen. Genau, sehr linear steigend, ne? Immer noch so Sauger-like. Ne? Aber dann siehst du mal krass, wie dieser Motor eigentlich effizient arbeitet. Der hat bis am Drehzahlende eigentlich auch seine maximale Leistung. Ne? Also er belohnt jede 100 Umdrehungen eigentlich. Also drehen wir jetzt 15.000 Umdrehungen. Also das ist schon krass. Also dass der wirklich bis da hinten seine maximale Leistung hat. Ne? Schon krass. Also nicht davor irgendwo im Plateau, sondern ein bisschen hinten raus. Ne? Aber bei mir ist er auch noch nie durchgedreht. Ne? Auf dem Prüfstand noch nie. Haben wir noch nie ein Traktionsproblem. Aber jetzt ja. Jetzt bei 8,20 haben wir jetzt. Das ist super. So, also Benni hat vor diesem Lauf gerade spontan diese Brücke auf den Vorderwagen draufgesetzt. Damit wurde jetzt gerade über Spanngurte der ganze Vorderwagen runtergezogen und somit die Traktion erhöht. Hat auch funktioniert, Auto hat gefühlt nicht mehr durchgedreht und das Ergebnis. Jetzt sind wir schon bei 857 PS und 718 Newtonmeter. Tendenziell
steigt die Kurve aber immer weiter an bis zum Drehzahlende. Also glaube, das ist noch nicht alles und es wird auf jeden Fall noch was kommen. Aber wir warten ab. Jetzt den Ladedruck noch ein bisschen nach oben schieben. Das war jetzt gerade Maximalladedruck erreicht. Ich glaube 2,8 Bar, da war ein Maximalwert gesetzt, deswegen hat das Steuerrad gleich dicht gemacht. Ich denke mal, der wird das jetzt hochsetzen, dann geht es weiter. Ne? Genau, Boostcut war bei 2,75 Bar und 2,9 hat er gemacht. Aber immerhin schon mal gut zu wissen, dass das so gut funktioniert. Bis 2,9 kann er auf jeden Fall, ja. Schreibe ich Eugen heimlich 2 Bar nachher rein. Ich wollte gerade anfangen mit dir. Ja, entschuldige bitte. So, ich bin wieder. Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja, also 880 PS. Ja. Auf jeden Fall jegliche Ziele übertroffen, würde ich sagen. 100 PS mehr. Ich wollte eigentlich nur die 770, 780 schaffen. Mhm. Wenn ich jetzt den 800 vorne stehen hätte, wäre super. Aber das war jetzt nicht notwendig. Ja, jetzt natürlich. Man muss drüber, ne? Dazu sagen, wir haben hier einen Dynojet-Prüfstand, die sind bekanntlich extrem genau. Ja. Also die lügen auf jeden Fall nicht. Und ich denke auch, auf jeden Fall extrem geiles Auto. Läuft auf jeden Fall krass zuverlässig. Vor allem, dass man wirklich mal einen fehlerfreien Prüfstandstag hat, ist ja auch selten, bis auf dein Masseproblem. Ja. Ich denke, ist auch alles schön. Ne? Aber auch das haben wir gelöst. Schlimmer wäre es, wenn es beim Race passieren würde. Ja, klar. Dann lieber hier. Ja, stimmt schon. Ja, das heißt, Grieche sagt Feierabend. Danke an alle. Wir sind ultra happy.
Das war es jetzt natürlich noch nicht, sondern jetzt geht es wieder zurück. Wir sehen uns am Samstag beim Race 1000. Ja. Halbe Meile, Frontantrieb, wird auf jeden Fall auch eine coole Sache. Ihr könntet jetzt nur weitermachen, indem ihr den Spritdruck einfach noch ein bisschen nach oben schiebst. Aber dann müsste man die komplette Sprittabelle anpassen und das wäre viel Aufwand und tut gar nicht Not, weil die 880 PS oder was waren das, 896 nach DIN, genau, glaube ich, EG. Beim Race 1000 mit 205er Reifen wohl niemals auf die Straße bekommen. Ja, ich freue mich aufs Race. War cool, dass wir dabei sein durften. Ja, ich danke euch. Und danke für die Verfilmung. Bis Samstag. Tschüss.